Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zurück zu einem wunderbar neuen Part von Lego City Undercover. Im letzten Part wurden wir zum Bauarbeiter Chase und in diesem Part müssen wir hier irgendwie noch weitergehen. Oh, da ist Kaffee. Lass mich an den Kaffee ran. Okay, ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Ja, genau, in diesem Part müssen wir weitermachen. Wir müssen beweisen, dass wir ein guter Bauarbeiter sind. Und das machen wir jetzt. Wieder eins. Und Kaffee kann nur der Bauarbeiter trinken, denn man braucht dafür eine Uniform, die eine Tasse bei sich hat. Und wie wir alle wissen, lieben Bauarbeiter ihren Kaffee. Denke ich. Ja. So, wo? Bauarbeiter, ich brauche mir hier auch nochmal. Wir können auch mit diesem Stromkasten inzwischen interagieren. Hey! Das ist doch was. Achso, und das war jetzt reparieren. Okay. Nutzen wir den Fahrstuhl. Oh Gott. Löscht das Feuer. Moment mal. Warum brennt das Gebäude überhaupt? Welcher Depp hat das Gebäude angesteckt? Das ist eine ausgezeichnete Frage, warum das Gebäude brennt. Die würde ich auch zu gern mal beantwortet haben. Finde ich ja gut, dass ihnen selber irgendwann relativ früh hier wahrscheinlich bei der Idee eingefallen ist. Hey. Also sie dachten sich, hey, packen wir noch Feuer hin, damit man ein Feuerwehrmann auch braucht. Dann ist ihnen aufgefallen, hey, warum brennt das Gebäude? Das ist wirklich so passiert, das habe ich im Entwicklertagebuch nachgelesen. Weil ich sowas lesen würde, wenn es sowas geben würde. Weil ich mir nichts Spannenderes vorstellen kann als die Entwicklung von Lego City Undercover. Nichts. Absolut nichts Spannenderes. Auf diesem unseren Planeten. Und warum macht der so einen komischen Moonwalk mit? Okay. Habt ihr es gesehen? Pass mal auf. Jetzt nicht mehr. Das war gerade. Was war denn das? Vorhin hat sich der Gärtner-Typ jetzt immer ein Stück nach hinten bewegt, wenn er zugehauen hat. Das war seltsam. Das geht bei dir so ab? Okay, cool. Reden wir später nochmal drüber. Oh. Ist das Säure? Klar. Oder Giftgas. Was auch immer. Er hat alles, was auf dem Bau zu suchen. Und der... Er liegt da einfach rum. Was für ein fauler Arsch. Er liegt da einfach nur rum. Was ist los mit dir? Schwingt deinen Arsch hoch. Ich glaube, der schwingt seinen Arsch nicht hoch. Bam. Na, ja, ganz vorsichtig. Oh, ich sollte gar nicht oben bleiben. Was ist los mit dir? Okay. Du kriegst keine Tür aufgebrochen? Bist du ein Weichei? Natürlich krieg ich eine Tür aufgebrochen. Ich bin Feuerwehrmann Chase. Ich rette Menschenleben. Was machst du? Außer Kaffee trinken und faul sein. Ich verteile auch Kugeln. Ihr wisst Bescheid. Yay, die Müllrutsche. Och Mann! Hier gibt's doch bestimmt irgendwo einen zweiten davon! Kann ich irgendwie helfen? Eher nicht. Mir ist der Schlüssel zum Torhäuschen runtergefallen und der Hund ist damit abgehauen. Kannst du ihm den Schlüssel nicht wieder abnehmen? Oh, natürlich! Ach nein, warte. Ich wollte eigentlich meine Hände behalten. Okay, holen wir dem Hund auf die Fresse. Ich meine, was sollten wir sonst machen? Bergarbeiter. Hätte ich mein Mittagessen aufgehoben, hätte ich jetzt damit den Hund aus dem Zwinker locken können. Aus dem Zwinker? So. Der Zwinker. Spur. Da ist eine Spur, okay. Oh, ich dachte, sie führt mich jetzt zu dem Schüsselteil da mit dem Knochen drauf. Ich war schon fast erstaunt. Das ist eine weite Tour, die wir hier hinlegen. Wo führt sie uns hin? Ich hoffe, wir werden ein Dino-Skelett-Fossilien ausgraben und das dem Hund geben. Ein Knochen! Hoffentlich führt mich die Sache mit dem Kran direkt zu Rex. Der Knochen, der stammt nicht von den Menschen, oder? Da seid ihr sicher, Jungs. Jemand, der hier einbetoniert wurde, weil er den Bauarbeiter-Kodex verraten hat. Ich würde jemanden dafür einbetonieren. Na los, schließ mit ihm das Torhäuschen auf. Yeah! So aufregend, das Torhäuschen. Was haben wir denn hier? Oh, Strom. Cool. Was gibt es hier eigentlich sonst noch Schönes zu entdecken? Was geht ab, Jungs? Das ist eine Super Mario-Röhre. Das ist eine Mario-Röhre, oder? Ist das der Witz an der Geschichte? Wo ist der Bauarbeiter da? Ich muss zerstören! Ich kann hier aber nicht zerstören. Yeah! Das war jetzt nicht so spaßig, wie ich mir erhofft hatte. Okay, ich brauche also noch blaue Farbe, um da weitermachen zu können.
Okay, und ich glaube, ich sehe schon, was ich da mit dem Kran wohl machen muss. Langsam ergibt alles Sinn, Leute. Langsam ergibt alles Sinn. So, machen wir den hier. Kann ich da meine Farbe umfärben? Yeah, kann ich sogar, wirklich. Der kriminelle Chase. Wir brauchen Blau. Blau ist die Farbe der Trauer. Warum nicht? Blau ist eine deprimierende Farbe. Ja. Patrick Wenham. Den wollte ich schon immer mal spielen. Ich weiß natürlich auch, wer das ist. Ich hänge hier gerade total nicht zwischen den Legosteinen fest. Wer ist der Typ? Oh, wir bauen Lego-Kopf. Das ist wirklich cool. Und, wow. Krasser Stunt, Alter. Und natürlich der Bauarbeiter wieder. Wie es aussieht, haben wir ja echt noch eine Menge zu tun. Ich bin positiv überrascht, möchte ich anmerken. Positiv überrascht. Da wieder hoch, dann kann ich da rüber, oder? Darf ich das alles kaputt machen? Ich darf das kaputt machen, oder? Yeah! Zerstörung! Tod! Und noch mehr Zerstörung. Das habe ich mir so vorgestellt. Immer schön weiter kaputt machen, Chase. Immer schön weiter kaputt machen. Niemals auf damit. Das ist eine Menge Bargeld für so wenig Spaß. Nein, das war okay. 19.000. Damit kann ich umgehen. So, was haben wir hier? Naja, natürlich kann ich hier was zusammenbauen. Bau es zusammen, Chase. Was wird das? Ah, das ist auch, glaube ich, das Logo von den Entwicklern von dem Spiel. TT! Ich weiß nicht mehr, wofür es steht. Habe auch die Hülle gerade nicht da liegen. Deswegen kann ich nicht nachschauen. Aber ihr wisst Bescheid. Bei mir wisst ihr es zuerst. Ich würde allerdings gerne noch das letzte Lego-Teil abfinden. Das scheint mir ziemlich cool zu sein. Erstmal brauchen wir Bergarbeiter, Chase. Oh, wir haben einen Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. Wenn wir den verfolgen, werden wir eines Tages vielleicht blau und schlau. Das wäre super. Down, 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 down. Es geht ab, Jungs. Es geht ab. Ich bin auf dem Weg nach. Es geht ab. Was haben wir hier? Wir haben. Cool. Was auch immer das ist. Cool. Ich freue mich. Ernsthaft, was ist das? Oh, ein Minikran. Oh mein Gott. Okay, das war nichts. So, wie steuert sich denn der Minikran? Oh Gott, ich liebe den Minikran. Shit, nicht A drücken. Wie mache ich denn mit dem irgendwas mit dem Kran? Okay, auch nicht. Okay, kein X und kein A drücken. So, ach so, da, die Teile da drüben kann ich wegbaggern. Hier kommt der Bagger. Ich finde schön, dass er auch dieses Piep hat beim Rückwärtsfahren. Das ist wichtig für so einen ferngesteuerten Bagger. Und allgemein denke ich, so ein kleiner ferngesteuerter Bagger ist sowieso für jede Baustelle wichtig. Ohne könnte man da ja gar nichts machen. Es wäre ja absurd, allein der Gedanke daran. Gott, ich hätte den so gern, diesen ferngesteuerten Bagger. Der wäre so super. Seht ihr? Er hat das Piepen drauf, wenn er rückwärts fährt. Das ist der Shit. So, hier kann ich noch was wegbaggern. Gerade eben hat er aber gepiept, als er vorwärts gefahren ist. Das hat mich irritiert. Nett. Den werde ich mitnehmen bei Gelegenheit. Nicht jetzt, weil ich gerade in dem Körper eines Baggers stecke, aber bei Gelegenheit. Bin ich am Start. So, und hier haben wir noch eins. Das müsste das letzte sein, oder? Und es ist... Yeah! 4 von 4. Gut, ich glaube, mehr Nutzen hat der Bagger nicht. Raus aus dem Bagger. Wir müssen uns jetzt erstmal Cash holen. Ich glaube, wir müssen ja wieder irgendwas Großes zusammenbauen. Frag mich nicht, wie ich darauf komme. Reine Intuition. Reine Intuition. Das liegt garantiert nicht an den Millionen, Tausenden Punkten, die man hier findet. Also ich sowas vermute. Nein, nein. Das ist einfach nur so ein Gefühl in der Magengegend.
Habt ihr auch eine Magengegend? Habt ihr doch Gefühle drin? Was seid ihr, Mädchen? Hört auf, Gefühle zu haben. Ist ja lächerlich. Mach doch nicht lächerlich, oh, das ist noch ein Hund. Da bist du ja! Was? Wie sind Sie denn? Ich bin nicht der Albert, sondern der Werner, sein Zwilling. Oh! Ha, dachte, Sie würden anders aussehen. So, du willst also einen Kran steuern? Ja! Dann baust du am besten erstmal einen. Oh! Komm schon, oh, auf geht's! Wieso habt ihr keinen Kran da? Was ist los mit euch, Leute? Okay, und da haben wir den letzten Stein. Ich hoffe, der kostet keine 30.000, dann wenn es weniger. 40.000. Dann wenn es weniger kostet, ist für mich was cool. Ist für mich ein cooler Zehner rausgesprungen. Und das wäre super. Gegen den coolen Zehner habe ich nie was einzuwenden. Yeah. Echt die kaputt machen? Na, lassen wir das. So, gibt's ja sonst noch irgendwas zu entdecken eigentlich? Das wäre ganz gut zu wissen. Typ, der in der Schubkarre schläft, aber soweit nichts Ungewöhnliches. Ja, die zwei Teile sind auch nichts Ungewöhnliches. Hey, bauen wir das Teil. 40.000, ich wusste es. Alter. Das ist ein großer Kran. Darf ich mit dem fahren jetzt bitte? Kannst du einen Kran steuern? Dann bring den Kran zu dem Gebäude da drüben. Hurtig. Okay, dann bin ich da mal hurtig auf dem Weg nach drüben. Alter. Schade, dass der Typ mir nicht mehr folgt. Den würde ich ja sowas von platt fahren. Der Kran, der lässt sich ganz seltsam fahren, Leute. Falls ihr euch... Ich glaube, man sieht es auch. Ganz, ganz seltsam. Okay. Aber wir sind im Kreis. Gleich angekommen. Wir sind gleich da. Gleich haben wir es geschafft. Jede Sekunde ist es soweit. Ich bin da. Nimm den Kran, um die Rohre anzuheben. Ich könnte sie mit meinen bloßen Händen anheben. Genau. Hey, ab in den richtigen Graben damit. Ja, der Typ geht mir sowas von auf den Sack. Dafür gibt's keinen Radierer. Shit. Bam! Jetzt, die anderen. Hey, ich bin hier unterwegs, Alter. Ich komme wieder. Stört dich hoffentlich nicht, dass der Kran weg ist, wenn du wiederkommst. Denn damit werde ich Rex hochgehen lassen mit dem sehr, sehr langen Arm des Gesetzes. Du willst einen Kran klauen? So schlecht war der nicht, oder? Ah. Okay, ich habe das Teil repariert. Ich glaube, wir können weiter. Aus dem Weg! Dummkopf! Ernsthaft, geht mir aus dem Weg. Der Kran ist auch so schon langsam genug. Den hätte ich gerne als... Oh, wir haben das letzte TT-Teil gefunden. Klasse! Rex wird begeistert sein! Ja, bring mir das Ding zu Rex, wo immer er auch ist. Du bist mir ein Spaßvogel, Jimmy. Mit dem Kran haben wir was ganz anderes vor. Ich mach das Tor auf, damit du ihn hier rauskriegst. Was haben wir mit dem Kran denn vor? Mäh, Dummkopf. Voll platt gematscht. Raus aus dem Kran, Jimmy! Klar! Warte eine Sekunde! Hey! Danke! Ich muss ihn nämlich zur Sternwarte fahren. Warte hier und pass auf, dass mir keiner folgt. Ich hab da so ein Gefühl, dass heute Nacht jemand versucht, die Gang zu unterwandern. Nein! Doch! Triff mich da oben! In 10 Minuten! Gut, gut! Verkleidungen sind genau mein Ding. Ach, ausgerechnet heute habe ich meine Brille vergessen! Alter, der Chase, der hat ein paar 1A-Verkleidungen drauf. Das war eine unglaublich gute Verkleidung. Super unauffällig und dezent. Da kommt niemand drauf, dass er in Wirklichkeit undercover unterwegs war. Niemand. Erzählt das aber auch niemandem. Yeah, Patrick Wenham. Ich freue mich so sehr, dass wir den frei haben. Ich weiß nämlich immer noch, wer der Typ ist. Oder inzwischen, ganz klar. Könnte man Patrick Wenham nicht kennen. Es würde ja schon an Blasphemie grenzen. Story fortsetzen, bitte. Ich habe IA gehört. Ja, Ellie? Ellie, bald müsste ich wissen, wo ihre Basis ist.
Klasse, Chase. Woran hapert's denn noch? Mein Kontakt in Rex' Gang hat vorher noch was bei der Sternwarte vor. Aber du kannst es Natalia schon mal sagen. Wenn Rex ihren Dad festhält, dann in der Basis. Gut, aber ich konnte sie bisher nicht erreichen. Sie ist es wohl leid zu hören, dass sie mit dem Hund rausgehen soll. Dann rufe ich sie später selbst an. Okay, Leute, ich will noch nicht allzu viel vorwegnehmen, aber ich habe das Gefühl, dass mit der Sternwarte wird so ziemlich das Finale von Lego City Undercover. Wir nähern uns, ich glaube zumindest. Ja. Aber was es damit auf sich hat, sehen wir tatsächlich. Ihr werdet es kaum glauben. Erst im nächsten Part von Lego City Undercover. Ja. Das wird super. Bis dann. Gute Nacht. Okay.